Die Ratte hat hinter meinem Bett gesessen. Die ist übers Bett gesprungen. Ich habe nur noch geheult. Ich weiß, dass die Ratte, wenn ihn so über die Haare, die muss hinter mir lang gekrabbelt sein. Passiert gleich. Als ich meine Saunasachen ausgepackt habe, sie hat meinen Schwamm angefressen. Sie hat alles angefressen. Das hat sie hier rausgefressen. Jedes Geräusch, was irgendwie außerhalb kommt, da gucke ich, ist doch wieder irgendwas da. Oder ich habe schon manchmal richtig Zustände. Ratten sind überall und es ist immer nur eine Frage, ob man dafür sorgen kann, dass sie nicht unbedingt in den Wohnanlagen auch tatsächlich auftauchen. Da kann man auch einiges tun, was wir als Deutsche Wohnen auch machen. Wenn irgendwo ein Rattenbefall ist, dann rufen wir den Kammerjäger, den Schädlingsbekämpfer. Eigentlich ist ja Sinn und Zweck, den Gegner zu kennen, um ihn dann eben auch irgendwie zu verhindern. Wir suchen nicht nur die Ratte, wir suchen auch die Ursache. Die zeigt uns meistens die Ratte. Die Reaktion ist schnell, so soll es sein. Das Tier soll keine Chance haben und natürlich den schnellstmöglichen Tod erreichen. Und da war die Ratte gefangen. Das Ende war da. Ich war Gott sei Dank die Ratte los.